Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gladiator Guild Manager. So, ja, wir lassen hier mal weiterlaufen. So, die neue Season beginnt. Die Meisterschaften. So, hier, Arena. Einer gegen einen, komm, das machen wir. Curtis gegen alle. Bin aber da. Ja, wir nehmen tatsächlich Curtis. Komm, Curtis. Curtis, lauf. Oh, wie schnell der ist. Und nochmal. Und nochmal. Curtis. Ach, Curtis ist ein Blockmeister. Curtis ist echt gut geworden. So, super. Dankeschön. Und Fazit. Oh, und mehr Holz. Ich glaube, vorige Runde haben wir für irgendwelche Gildengebäude sowieso Holz gebraucht. Genau, Holz, Holz. Was hätten wir jetzt? Kolbenschwingerhütte. Ach komm, wir warten noch. So bis die neue Season beginnt, die Meisterschaften. Ja. So, alle kriegen Sold. Was? Gildenraub? Last night a group of bandits broke into our guild. Mhm. They took some of our golden resources. Should we chase them down through the forest? Natürlich. So. Und jetzt. Zuerst die diebischen Matiten? Nö. Wir fangen hier. So, die haben wir ja 7 von 7. Gold, Gold, Gold. Super, wir machen die eiserne Stadt. Die eiserne Stadt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie weit wir hier, ob wir durchkommen. Alle 8 Kämpfe. Nächster Kampf. Oh, lauter Modis. Aber ich würde die echt gern machen. Boah, da können wir 8. Boah, 16, 16, 12. Wobei, das sind Beschwörer. Wir machen das. So, wir haben hier gleich mal. Und Curtis, ganz wichtig. Dann setzen wir den dazu. So. In den. Ach, 2 Magier. 2 Pyromanen. Die Pyromanen. So. Ja, dann machen wir das auch so. Schön, schöner Start. So, er kann abgelevelt werden. Wir nehmen mehr Ausdauer. Yeah. So, nächster Kampf. Oh, 20, 19. Jungs, was habt ihr für Leute? Oh, 27. Den nehmen wir gleich. Der steht natürlich ganz hinten. Okay. So. 1, 2. Aber wir haben diesmal keinen Flächendamage. So. Curtis ist dabei. Priesterin. Machen wir das. Das war witzig beim letzten Mal. So. Und dann ihr hier. Ja. So, Priesterin. Gleich mal heilen. So, und er hier. Auch mit mehr Ausdauer jetzt mal. So, später damit Gesundheit und so weiter. So, nächster Kampf. Nur Bogenschützen. Cool. Warum mache ich das? So, nur Bogenschützen. Okay. Curtis in der Mitte. Ja, hier. Wir haben 3 Bogenschützen. Ist das gut so? Oder ist Area jetzt besser? Wir machen das mal so. Genau, verdammt. Das ist halt das Problem. Die Fernkämpfer machen unsere Nahkämpfer weg. Ja, einen schon verloren, aber wir sind fast durch die Hälfte durch. Fast. So, jetzt mit mehr Leben ausgestattet. So, nächster Kampf. Wow. Wow. Und ein 21er. Ach komm, wir machen den. No risk, no fun. So, 2 noch dazu. Wir machen Priester. Und
Ja, und einmal kalt warm. Jetzt habe ich mir schon gedacht, für ihn hier ist es nicht mehr ausgegangen mit der Heilung. So, das sieht gut aus. Drei Mütchen. Eine Zwölfer-Mütchen. Mütchen. So, na dann. So, der Pyromane. So, na dann. Nahkampf. Nahkampf. Dann geben wir ihm gleich noch eine Chance. So, und auch die Priesterin dazu. Wow, 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 wow. Kriegt er das hin? Das war echt ein heftiger. Ein heftiger Kampf. So, er ist auch da. Das halt. Gut, nächster Kampf. Machen wir da sowas. Oh, 20! Habe ich nicht gesehen. Okay, wir brauchen ihn vorne. Curtis, wie üblich. Und wir schauen einfach mal. Ja, das war gut. Curtis ist halt doch immer der Held. Also Curtis Burner. Curtis der Burner. So, das wäre witziger. Das ist gefährlicher. Wir machen das, weil es witziger ist. Für uns. So, einmal er, einmal Curtis. Wir brauchen im Hintergrund jemanden, der heilen kann. Wir brauchen drei Bogenschützen. Wir nehmen noch jemanden, der heilen kann. Und schauen wir mal, was rauskommt jetzt. Ja, das ist schon nicht schlecht. So, Curtis ist abgelevelt. Super. So, 270 Schaden. Ja, blocken. Na. So, und da sind wir jetzt auch über 100. So, letzter Kampf auf der Brücke. In der Stadt. In der Stadt natürlich. So, Mutchen, wir setzen alles ein und versuchen das zu gewinnen. Komm, oder? Ich meine, da ist auch ein Nekromant dabei. Also ein Nekromant, so ein Beschwörer. Wir machen das. So. Sicher ist sicher. So, dann haben wir da hinten nur noch die. Ich hätte gerne, dass er vorläuft und da hinten alle tötet. Probieren wir das, ob das funktioniert. Bogenschütze ist schon erledigt. Schon erledigt. Wahnsinn. Aber immerhin, immerhin, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Yeah. Ist das cool. Oh, schön, schön. So, das kommt mal nach unten. Also, er ist auf 11. Ist das toll. Ja, die Zeit wäre schön, aber wir machen mal Ausdauer ein wenig höher. So, sehr gut. Was haben wir bei der Priesterin? Ja, das hilft nichts. Ich möchte auf 100 kommen. Hey, 1164, Wahnsinn. So, jagt doch die Banditen. Okay. Die haben uns was gestohlen. Die holen wir uns. Die holen wir uns alle. Ja, das mit dem 24er ist jetzt nicht unbedingt schön, aber
er und Curtis. Priester. Priester. Bogenschütze, Bogenschütze. Kampf. Ja, der 24er ist weg. Yeah. We got the bastards and got back what they stole. Ja. Plus we found some additional gold on them. Das ist gut. Das gehört jetzt uns. So, haben wir hier Platz noch für weitere Ausrüstungsgegenstände? Hier natürlich. Yeah. So. Passt. Würde ich mal sagen, den neuen Troll, wir warten noch ein wenig. Hier, da, Rabatte. Rabatte, Rabatte. So, Rabatte, Rabatte. Was gibt's für schöne Dinge? Die Single-Use-Items, die will ich unbedingt nicht unbedingt haben. So, hier, kaufen. Auch noch so ein Schild, das ist schon ein cooles Schild. Das macht 1200 und das macht aber fast 1000 und, aber das gibt so einen Rabatte. Rabatte, Rabatte. Kaufen, so. Er hier, 19? Ich weiß nicht. Er hier ist nicht schlecht, kaufen. So, schauen wir mal. So, du verstehst, vielleicht können wir in der Gilde irgendeinen Turm aufwerten. Hm, okay, aufwerten können wir nicht. Er hat alles, was er braucht. So ein Stäbchen könnten wir ihm noch geben. Aber das möchte ich zuerst die Priesterinnen ausrüsten. Hier, da zum Beispiel. Viel besser. So, dann haben wir da noch, da noch. Gut, er nicht. Er nicht. Ja, kriegst die Intelligenz. Braucht er überhaupt nicht. So, was haben wir da Schönes? Da, hier. Gegen ein Schild. Oder? Das ist doch super. Wenn ich mir überlege. Gut, 500 Ausdauer, das ist schon... Was kann der? 14 Punkte Stärke. Ja, wir könnten es aber... Das könnten wir machen. So, mit den Schuhen, da geht nämlich was weiter. So, er hier, der kommt noch das dazu. Ayana. Jeden Fall. Keine Ahnung. Das nehmen wir hier einfach weg hier. Bringt zwar auch Ausdauer, aber sonst denke ich wieder nicht dran. So, hier passt alles, passt alles, passt alles, passt alles. Der Verstärker 23 und das hat 67. Das nehme ich eben raus. So. Passt. Den neuen Troll besorgen? Ja, aber da können wir nur... Oh, schwierig, schwierig. Gladiatorenmarkt. Was haben wir denn Schönes? 12er Bogenschütze. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Den könnte man jetzt endlich mal verkaufen hier. Ihn hier. Verkaufen. Aber die Frage, wollen wir das? Ja, wir wollen... Nein. Wir lassen ihn noch. So, Priesterin, nö, zu niedrig. Feuermagier, ein Elfermagier, ein 12er Bogenschütze. Kriegen wir Rabatte hier? Ach, wir warten auf Rabatte. Es wird Rabatte geben und wir warten einfach drauf. So, Tag 6, Tag 6. Spinne in den Bergen. This must be the worst region in Andarion. For all our blighted luck. Our miners have just been attacked by a giant frost spider. I request your urgent assistance. All work in the mines has been terminated while this thing still crawls around. Vielleicht solltest du dir überlegen, was da in der Mine überhaupt los ist. So, Frostspinne, was kannst du denn? Kann nicht umgeworfen werden. Okay. Keine Witterungsstärke. 1700. Okay. Feuer eine Seife von Eiszapfen. Okay. Beschwört mehrere kleine Spinnen. Auf jeden Fall. Na wunderbar, das wollen wir haben. Ja, das ist ja herrlich. So, bevor wir das machen, gehen wir in die eigene Arena. 2 gegen 2, nö. So, wer kann's machen? Curtis kann's.
gehen wir hier ein wenig schneller. Yeah. Curtis ist halt schon ein Held. Wenn ich mir überlege, wie der am Anfang war. Und jetzt der Burner. So, Spinnen in den Bergen, wir warten noch ein wenig. Oh, Rabatte auf Gladiatoren. So, süße Rache. Die sind bald fertig. I need you to take care of a very dangerous criminal living in Iron Town. Okay. I care only about this one in particular. Just kill him, will you? Geh, du willst ihn doch wieder erwecken. I don't hear you asking that question during gladiatorial bloodbaths, but fine. If you must know, he made a complete and utter mockery of me in public. Okay. I was walking through the market, minding my own business, when out of nowhere, this guy bumps into my shoulder, causing me to drop a perfectly shaped fresh cabbage I had bought just moments ago. He didn't even turn around to see what he did. Just kept walking, like he owned the place. Okay. It's not about the cabbage. It's about blighted respect. Am I the high necromancer around here, or what? Dann machen wir's halt. So. Ich würde sagen, Dulgun macht das. So, Dulgun hat's erledigt. That's how I deal with my enemies. So, erhöht Intelligenz um 14, Untergenität, Stärke, Untergenität, das ist auch nice, nice. So, wähle noch mehr Belohnungen. So, Spinne in den Bergen, neuer Troll, ich weiß nicht, wir lassen noch ein wenig Zeit vergehen. Jetzt gibt's Rabatt auf Gladiatoren. So, aber auf keinen, den ich kaufen will. Nö, will ich im Moment keinen. Nö. So, Arena. Hier, 2 gegen 2. Welch feine Sache. So, Dugol. Dulgun. Mit einer Priesterin. Haben die zwei aber gut gemacht. Schön. So, ich bin in den Bergen, neuer Troll. Nur mal kurz nachschauen. Der neue Troll war 45 und die Spinne war 77. So, wir müssen sowieso warten, bis die fertig sind. So, sind sie. Bogenschütze braucht man nicht, den zusätzlichen. Das ist mal wichtig. Was haben wir denn da? Intelligenz 45, Jagdsaison. Horn beasts from the Hollow Mountain have overpopulated in recent years. It's time to get hunting. Are your gladiators up for the challenge? No, but in large numbers they can cause problems. Gut, dann machen wir das. So, Horn Beast. Fitness-Fanatiker. Trifft Gegner mit den Hörnern, stößt ihn zurück. Okay. Absorbiert von Projektilen. Gut. Na dann, wissen wir ja, wie wir vorgehen. 1, 2, 3. Und bald ist der Kampf vorbei. Wow.
You took care not to shed their fur or break their horns, I presume? So. Hier haben wir... So. Das passt mal. Dann würde ich sagen, wir gehen kurz zum Bogenschützen. Also, hier haben wir 12 Agilität. 15 Agilität. So, was ist mit ihm? Und wir stopfen die beiden da rein. Falls wir den brauchen, können wir ihn ja einsetzen. Gladiatorenmarkt. Ich glaube, wir werden den einfach verkaufen, bevor wir den ausrüsten und nie einsetzen. So, verkaufen, ja. Jetzt haben wir einige Tage, Wochen, Monate überlegt, den zu verkaufen. So, was kannst du? Nö, was kannst du? Schauen wir mal. Ja. Ey, 20% weniger XP. Das ist ja fies. So, und er? 30% ein Boss-Töter. Schwierig. Eigentlich würde ich eher den. Wir nehmen den Boss-Töter. Komm, als Boss-Töter. Ja, den nehmen wir. So, wir haben mal das. Ach so, sorry. Kaufen. Da ist er. So. Dann haben wir da, dann haben wir da. Soweit so klar, das trifft den Gegner. Intelligenz, Intelligenz, Intelligenz. Werfen das rein? Nein. So. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Jetzt endlich mal gemacht. So. Aufgeräumt. Zusammengeräumt. So. Spinnen in den Bergen, der Troll. Den probieren wir. Vorerst noch niemanden. So. Arena. Yeah, neu. Viele gegen einen. Mehrere gegen einen. Machen wir viele gegen einen, mehrere gegen einen. Ich bin gespannt. 57. Okay. So, pass auf. Wir machen die hier. Dazu eine Priesterin hier. Wir nehmen einen Verstärker dazu. Und einen Boss-Töter. Und ihn hier auch. Dann schauen wir mal, wie weit das geht. Ging gut. Wow. Da kann man schon coole Sachen auch. So, aber die zwei sind verändert dabei. Wie traurig. Wie traurig. So, Hohler Berg 8, nächste Herausforderung. Aber, meine Lieben, diese nächste Herausforderung machen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.